Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal und zum sechsten Tag der Apfelwoche. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Apfeltaschen wie von McDonald's zu Hause selber machen könnt. Und wenn ihr wissen wollt, wie die gehen, bleibt gern dabei. Als erstes bereite ich die Äpfel vor, dafür nehme ich 500 Gramm. Bei mir sind das 4 kleine Äpfel, die schäle ich und entkerne ich und dann schneide ich die in kleine Stücke. Die gebe ich dann zusammen in einen Topf mit einem Schuss Wasser, einem Spritzer Zitronensaft. Dazu gebe ich dann noch 15 Gramm normalen Zucker und 35 Gramm Rohrzucker. Wer es etwas süßer mag, kann natürlich auch gern mehr nehmen. Das ist dann euch überlassen. Dazu gebe ich dann noch 2 Teelöffel Speisestärke und das rühre ich erstmal alles gut miteinander um. Dann lasse ich das aufkochen. Passt natürlich auf, dass es euch nicht anbrennen kann. Also immer wieder gut umrühren. Und dann drehe ich die Temperatur runter und lasse das für 20 Minuten auf niedriger Temperatur ziehen. Dann habe ich jetzt hier meinen fertigen Blätterteig. Den schneide ich mir in Rechtecke aus, sodass ungefähr 2 immer aufeinander passen. Und dann kann ich die eine Hälfte davon mit der Apfelfüllung befüllen. Passt natürlich auf, dass ihr das schön in die Mitte macht und nicht zu nah am Rand, damit am Ende nichts rausquillen kann. Ja, und dann kann ich die andere Hälfte oben drauf geben und drücke die an den Rändern mit den Händen fest. Und dann nehme ich auch noch eine Gabel und drücke die ebenfalls in den Teig am Rand ein, sodass quasi ein schönes Muster entsteht. Das mache ich jetzt mit allen weiterhin so und dann kommen die ins Gefrierfach für mindestens 20 Minuten und dann geht es gleich nur noch zum Frittieren. Die 20 Minuten sind jetzt rum und ich kann die aus dem Gefrierfach nehmen und dann kann ich die auch jetzt schon frittieren. Da der Frittiervorgang hier wirklich sehr schnell geht, lasse ich die auf der höchsten Stufe frittieren, die ich habe vom Herd, also wirklich in ganz heißem Öl. Passt natürlich dabei auf, dass sie euch trotzdem nicht anbrennen, also wirklich zum rechten Zeitpunkt wenden und auch herausnehmen. Die sollten so eine schöne goldbraune Farbe haben und dann gebe ich die noch auf ein Küchentuch und lasse die abtropfen. Ja, und hier sind jetzt meine fertig frittierten Apfeltaschen. Die machen wirklich so ein schönes Knuspergeräusch, allein schon, wenn man auf die drauf beißt oder die in der Hand hat. Passt natürlich nur auf, die Apfelfüllung innen drin ist super heiß. Also wirklich ein bisschen abkühlen lassen und dann kann man die auch schon direkt verzehren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und macht auch die Glocke an. Und dann würde ich sagen, bis morgen, bis zum siebten Tag und letzten Tag der Apfelwoche.